Dieses Hausmittel kann Ihnen helfen, alle Abfälle und Giftstoffe schnell und effektiv aus Ihrem Dickdarm zu entfernen und zur Verstopfung zu beenden. Durch die Beseitigung fast aller Rückstände, die Ihr Körper nicht benötigt, hilft dieses Mittel, Ihren Bauch flach zu machen. Eines der besten Dinge an diesem Mittel ist, dass es natürliche Inhaltsstoffe enthält. Das bedeutet, dass es keine unerwünschten Nebenwirkungen hat. Es sei denn, wir sind allergisch gegen diese Inhaltsstoffe. Beginnen Sie von dem Moment an, in dem Sie diese leistungsstarken natürlichen Hilfsmittel zur Reinigung Ihres Dickdarms und zur Bekämpfung von Verstopfung konsumieren, werden Sie in der Lage sein, häufiger zu evakuieren, bis zu zwei oder mehrmal am Tag, wodurch der aufgeblähte Magen reduziert wird. Außerdem wird die Konsistenz Ihres Stuhls viel besser. Hier ist das Rezept. Die erste Zutat sind Leimsamen. Für dieses Rezept benötigen wir einen Esslöffel Leimsamen. Leimsamen gelten als eine der besten natürlichen Hilfsmittel, um den Dickdarm zu reinigen und alle drin angesammelten Giftstoffe effektiv zu beseitigen. Leimsamen beschleunigen die Darmbewegung, was zu einer erhöhten Stuhlfrequenz führt. Die natürlichen Ballaststoffe von Leimsamen helfen, Wasser aufzunehmen, wodurch der Stuhl weißer wird und er der Dickdarm schnell passieren kann. Wenn Sie Ihre Ernährung Ballaststoffe hinzufügen, erst wichtig ist, dass Sie täglich mindestens 8 Gläser Wasser trinken. Ohne genügend Flüssigkeit können Ballaststoffe tatsächlich Verstopfung verursachen. Verstopfung zu beheben ist nur einer der Vorteile von Leimsamen. Leimsamen würden traditionell ein natürliches Hilfsmittel zur Behandlung von Husten, Erkältungen und Hautreißungen verwendet. Jetzt bereiten wir einen Topf vor und füllen Sie eine Tasse Wasser hinzu. Stellen Sie den Topf auf einen Herd und erhitzen Sie das Wasser einige Minuten, bis er kocht. Sobald das Wasser kocht, schalte die Hitze aus und gieße kochendes Wasser in eine Tasse. Dann sofort einen Esslöffel Leimsamen dazugeben und gut umrühren. Lassen Sie die Leimsamen etwa 10 Minuten einweichen. Rühren Sie alle paar Minuten um. Nach dem Einweichen werden Sie sehen, dass das Wasser durch die löslichen Ballaststoffe und das Gummi auf der Oberfläche der Leimsamen trifft und leicht viskös wird. Die Flüssigkeit abseihen, die Kerne entfernen und für eine andere Verwendung beiseite legen oder wegwerfen. Vor dem Verzehr der Saft eine halbe Zitrone hinzufügen, um die Reinigungskraft der Mixung zu verstärken. Zitrone ist eine Zitrusfrucht mit antioxidativen Eigenschaften aufgrund ihres hohen Vitamin C-Gehalts. Vitamin C ist in Wasser löslich, sodass es leicht durch ihren Körper wandern kann und Freiradikale oder Toxine zerstört, die seelenschädigen und schwere Gesundheitsprobleme wie Krebs verursachen können. Sie sollten dieses Getränk zweimal täglich konsumieren, eine halbe Stunde vor dem Frühstück und eine halbe Stunde vor dem Abendessen. Wenn Sie mit diesem Mittel in einigen Tagen hartnäckig bleiben, können Sie alle angesammelten Abfallstoffe in Ihrem Körper beseitigen
und haben gleichzeitig die Verstopfung vollständig hinter sich?